Noch mehr Schiffszwieback, Lederrüstung, ein guter Panzerbrecher und eine außergewöhnliche Art Ballast. Oh, und ein Geheimversteck. Goldsohle und Pilzgalle. Hm. Der Einschuss hat diesen Durchgang unpassierbar gemacht. Oh, die da sehen aber nicht sonderlich schön aus. Brigantine, kleiner Schild, Kampfstab und so weiter. So, und da ich wohl dicker nicht über 5 Meter über den Weg traue, gehen wir mal ganz vorsichtig an diesen Streitkolben ran. Die Statue von Voidika trägt in der Hand eine exquisit geformte Keule. Eine Anwesenheit in der Keule breitet sich aus und berührt deinen Verstand. Es ist dieselbe Anwesenheit, die du beim Betreten der Ruinen zuerst gespürt hast. Die Keule untersuchen. What is this thing? Mordwir, was ist dieses Ding? Oh, Rimmergott's frigid Ballsack. Ah, bei Rimmergott's friedrigen Eiern. Das ist übrigens unser sprechendes Schwert, glaube ich. Der Griff gibt einen würgenden Laut von sich, als ob er etwas Schlechtes gegessen hätte. Was ist passiert? That thing, whatever it is, it's stupid. Really, really stupid. And disgusting. Dieses Ding, was auch immer es ist dumm. Wirklich absolut strohdumm und ekelhaft. Mordwirs Griff wird heiß. Er schäumt sich oder er schämt sich. Also ja, es ist wirklich die sprechende Klinge. Der in Leder gewickelte Griff der Keule ist vom Alter merkwürdig unberührt geblieben. Der obere Teil wurde aus einem dunklen Metall geschmiedet. Er strahlt eine grausame, beißende Kälte aus. Erneut greift die Präsenz nach dir, schlägt ihre scharfe Krallen in deinem Verstand, erbarmungslos wie ein Raubvogel. Die Statue untersuchen. Der Stein der Statue ist teilweise verrottet. Die Spuren ihres Alters. Sie muss vor langer Zeit hier aufgestellt worden sein. Hier die Keule greifen. Die Keule fühlt sich, als du sie berührst, geradezu schmerzhaft kalt an. Die Anwesenheit, die in der Keule lebt, sondiert tastend die Grenzen deines Verstandes. Auf der Suche nach einer Schwäche deiner geistigen Abwehr. Verschließen wir ihn mal. Du versuchst dich gegen die Präsenz der Keule zu wappnen, doch sie lässt sich nicht abschrecken. Die Präsenz saugt sich wie ein Blutgürtel in deinem Verstand fest. Die Keule überflutet dich mit dem Verlangen, in der Nähe der Statue zu bleiben und diese zu beschützen, selbst auf Kosten deines Lebens. Was passiert, wenn ich sie nehme? Doch so sehr sie es auch versucht, die Keule ist nicht imstande, dich dazu zu bringen, in den Ruinen zu bleiben. Du entreißt der Statue die Keule, es hat keinerlei nachteilige Folgen. Yay. Knüppel des Magistrats. Bindet an Medium-Kämpfer-Mönch. Mhm. Absolutely. Ja, es braucht schon ein bisschen mehr als eine Voetika-Keule, um den Wächter von Ketnua wahnsinnig zu machen. So, dürfen wir jetzt wieder dem Ding einen Namen geben? Ja, das ist jetzt Keulenheim. So. Wir haben jetzt offiziell Keulenheim gefunden. Und damit müssten wir auch eine zweite Insel für die Kartografie-Quest gemacht haben. Wo ist sie denn? Ja. Ja. Auf einer sumpfigen Insel im Südosten von Dekatak habe ich auf eine Gruft mit unzähligen feindlichen Schiffen gestoßen. Ja. Eine Insel im Südosten von Nekataka, östlich von Tikawa, habe ich eine vitalische Ruine gefunden, die der Göttin Voidika gewidmet war. Warte mal. Nicht das, sondern die Karte hätte ich gerne. Das da.
Ach, Vampirheim. Gut. Also ja, warum auch immer Schiffe, weil es eigentlich Vampire sind. Das heißt, wir segeln jetzt dahin. Wasser haben wir ja noch genug. Und ich muss echt mal demnächst gucken, dass ich meine Crew entsprechend verkleinere. Für was nehme ich nämlich zwei Leute mit, die mir nur Sachen wegtrinken, aber nichts leisten. Vielleicht treffen wir unterwegs wieder auf den Sklavenhändler, den wir platt machen können, um die Moral wieder zu heben. Und ja, da ist Pococuhara. Lösung und ein Schiffswrack. Ja, die Dschunke treibt an der Küste. Das Wrack durchsuchen. Boah, Kupfer-Theo, und zwar fast 700. Die Grundfärbung des Königsreichs Raut heißt der Kupfer-Theo-Hand. Obwohl die Münze keine Ähnlichkeit seiner Hand aufweist, nannten die Rautaner die Münze so, da man damit Waren und Dienstleistungen bezahlen kann. Freierachter Redewendung, die Hand macht die Arbeit. Okay, gucken wir weiter. Nichts vom Wert. 13 Milch, das ist nicht schlecht. Der königliche Todesfeuerfahne und das war's. Da sind noch Vorräte, medizinische Vorräte, ja. Im Augenblick habe ich ja zum Glück keine Verletzten. Okay. Oh, da kommt ein Sturm. Aber ich denke, solange wir auf Pococuhara vor Anker liegen, dürfte uns der Sturm nichts anhaben können. Außer er schiebt uns natürlich das Schiff aufs Festland. Okay, jetzt erstmal zum Schrein. Du bemerkst einen kleinen Pavillon etwas abseits vom Weg, in dem eine große verwitterte Statue steht. Es scheint sich um einen Huanerschrein zu handeln. Die Umgebung untersuchen. Ja. Das Gebiet rund um den Schrein scheint sicher zu sein und damit ein guter Platz zum Ausruhen. Dich nähern, um es zu identifizieren. Religion. Wir hatten eine hohe Religion. Hier 5. Keine, also nehmen wir dich. Ja, Religion Erfolg. Zwei Steine der Aale winden sich an der Skulptur nach oben. Das Maul dieses Aals hängt am Schwanz des anderen, wodurch ein ununterbrochener Ring erzeugt wird. Sie stellt Riku dar, die juanische Interpretation von Berat. Eine Inschrift prangt auf dem Fundament des Schreins. Einige fliehen, andere kämpfen. Rikyo zehrt alle auf. Pollen und Dreck verschmutzen die Statue und an ihrem Fundament wächst wildes Gras. Es scheint lange her zu sein, dass sich jemand um diesen Schrein gekümmert hat. Den Schrein verschandeln. Am Schrein beten und ausruhen. Du kniest vor dem Schrein und bietest dem kalten Stein dein Gebet dar. Du erhältst keine Antwort, aber du fühlst dich ruhiger, als du wieder aufstehst und dich daran machst, ein Lager aufzuschlagen. 8 Stunden, okay. Die Stunden vergehen ohne weitere Komplikationen. Du wachst auf und setzt deine Reise fort. Okay, leider keine Buffs für uns, aber ist auch nicht schlimm. So, die Ruinen von Pococuhara. Ziemlich sandig. Ja, und ich werde mal gucken, was ich mit der Adra-Säule hier anfangen kann. Ob es wirklich so eine gute Idee ist, sie zu verschandeln und zu verstümmeln. Naja, eigentlich soll ich sie ja nur deaktivieren.
Und ich soll natürlich hier auch die Expeditionstruppe finden. Ja, die Stimme von Poco Kuhara wurden aktualisiert. Nur da ich sicher in Poco Kuhara gelandet bin, kann ich die Ruinen erforschen und sehen, was dort zu finden ist. Ja. Gut. Das ist eine etwas größere Map. We'll be fine. Just try not to breathe going through. Und auf jeden Fall hat hier jemand das Gebiet abgesteckt, also Markierungsfaden gesetzt. Der Obelisk ist mit der metallischen Ruinenübersicht gibt. Ach, die Götter bestrafen Eindringlinge. Ja, ja. Die Götter haben mich schon oft genug bestraft, weil ich irgendwo eingedrungen bin, wo ich nicht hingehöre. Oh, Wüstenlindwürmer. Oh, ne Oasendill im Garn. Oh, die dürfte böse werden. Okay, es ist nicht nur eine. Okay, die Gegner sind jetzt gerade recht einfach irgendwie. Und das war die letzte. Gut. Mittlerweile habe ich mich auch übrigens an diese Zeitlupenaufnahmen gewöhnt. Ich finde sie langsam recht cool sogar. Oh. Wüstenlind vom Schlüpfling. Alle Verteidigung gegen Bodenangriffe. Gewährt Gruppenmitglied Begleitereffekt. Was? Den Fehlschlag in leichte Treffer umgewandelt mit Waffen. Hm. Also wieder ein neues Haustier für uns. Ein Babylindwurm. Hier weht auch eine Hier werden mehrere Fahnen. Oh. Ja, okay. Xaurips. Hätte ich mir fast schon denken können, dass hier Xaurips ein Lager abgesteckt haben. Ja, Oase. Okay. Schwarzpulverfässer. Hm. Ah. What can I do? Yeah? What's that, trusty? Yeah? Betäubungsbombe. Machen Böller Feuerschaden zufällig? Habe ich nicht so das Gefühl. Hat jemand Bomben zufällig in seinem Inventory? Ja, Granate. Your orders? Still got it. How many of you are there? Okay, das ist nicht so gegangen, wie ich es geplant hatte. Aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Au. I'm here. Of course. At once. Muss ich mir eigentlich Gedanken drum machen, warum Xaurips Sprengstoff lagern? Donnerkracherpistole, okay.
Das ist definitiv was für Seraphin. Hm?